Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 34 von Skyrim Lore. Und in dieser Folge geht es um den Daedra Nocturnal. Die Sphären von Nocturnal sind Dunkelheit, Nacht und Glück. Und sie gilt zudem als die Schutzpatronin der Diebe und wird oft auch die Herrin der Nacht oder Lady Luck genannt. In ihrer Erscheinung gleicht sie dabei meist einer Frau in einem schwarzen Kleid, umgeben von Schatten und schwarzen Vögeln. Oft wird Nocturnal auch mit der Lehre von Oblivion an sich in Verbindung gebracht. Ihr Reich in Oblivion wird Evergloom genannt und ist ein mysteriöser Ort, an dem ewiges Zwielicht herrscht und der sich in weitere, kleinere Gebiete aufteilt, über die Nocturnal herrscht. Eines dieser Gebiete sind die Lauerschatten, die unter anderem auch Teil der Battle Spire sind, also Teil der Kampfmagierakademie, und daher waren sie auch ein Schauplatz während der Invasion von Mirunes Dagon. Durch den Spieler von Elder Scrolls Battlespire wurden Dagons Truppen zunächst zurückgedrängt und dann später endgültig von Imago Sturm, dem Anführer des Dremora-Clans, vertrieben, während dieser zeitweise die Kontrolle über Mirunes Dagons Truppen ergriffen hatte. Ein weiterer bekannter Teil von Evergloom ist der Krähenwald. Ein düsterer, dichter Wald, der von verschiedenen Monstern wie Riesenfledermäusen, Geistern, Spinnen, Wölfen oder Irrlichtern bewohnt wird. Im Krähenwald hat auch der Hof der schwarzen Federn seinen Sitz. Dieser Rat aus intelligenten Krähen sieht sich als Herrscher des Waldes und wird durch einen Hexenraben namens Krähenmutter geführt. Wobei der ursprüngliche Herr des Waldes ein mächtiger Geist namens Gislein war. Aus unbekannten Gründen wurde dieser jedoch verbannt. In der zweiten Ära versuchte Rulantaril Oran, ein Mitglied der Magiergilde, mächtige und vergessene Zauber aus dem Krähenwald zu finden und schuf dazu eine Truhe, die als Portal diente. Allerdings wurde er für sein Eindringen von der Krähenmutter eingesperrt. Schließlich brach dann im Jahr 582 der zweiten Ära sein Sohn Telbaril auf, um seinen Vater zu retten, und bat dazu Abenteurer, die an der Truhe interessiert waren, um Hilfe. Ob er es dabei schaffte, seinen Vater zu retten und die Krähenmutter zu besiegen, ist unbekannt. Bei dem Versuch wurde allerdings Gislein in sein altes Reich beschworen, jedoch auch wieder von den Abenteurern besiegt. Interessant ist aber auch dabei, dass Nocturnal trotz all dieser Geschehnisse in ihrem eigenen Reich selten selbst auftritt. Sie repräsentiert das Verborgene und das Unbekannte an sich. Sie verkörpert alles, was sich den Sinnen der Sterblichen entzieht, und erscheint daher nur selten selbst. Das gilt auch für ihre Absichten und Motive. Niemand weiß genau, was Nocturnals Ziele sind, aber sie scheint dabei den Sterblichen nichts wirklich Böses zu wollen. Vielmehr stellt diese Unerkennbarkeit und das Verborgensein den Kern von Nocturnals Existenz dar. Somit könnte man Nocturnal als einen neutralen Daedra einordnen, da die einzige Gefahr, die von ihr ausgeht, ist, dass man nicht weiß, was ihre wahren Vorhaben sind. Bisher hat sie sich aber nicht als besonders gefährlich für die sterbliche Welt gezeigt, auch wenn ihre Hilfe oft Dieben zugute kommt. An sich kann aber jeder, der Nocturnal anbetet, von ihr mit Glück gesegnet werden und mit ihrer Hilfe in den Schatten verborgen bleiben. Allerdings lässt Nocturnal den Sterblichen nur sehr, sehr selten ihre Aufmerksamkeit zukommen und scheint sonst nicht viel Interesse an uns zu haben. Trotzdem hat Nocturnal aber eine vergleichsweise große Anhängerschaft, auch wenn es keinen organisierten Kult oder eine Kirche gibt. Ihr einziger Tempel ist dabei das Dämmergrab in Skyrim, der um das Schattenmeer erbaut wurde. Dieses Schattenmeer stellt ein Portal nach Evergloom dar und gilt als Quelle des Glücks der Diebe. Beschützt wird das Dämmergrab von einer kleinen Gruppe aus drei Sterblichen, die im direkten Dienst von Nocturnal stehen. Diese Agenten werden Nachtigallen genannt und haben die Aufgabe, das Dämmergrab und das Schattenmeer zu bewachen und müssen selbst nach ihrem Tod in Nocturnals Reich weiter dienen. Im Austausch dafür werden sie von Nocturnal allerdings mit Glück und Macht belohnt. Die Nachtigallen stellen auch die Verbindung zwischen dem Daedra und der Diebesgilde dar. Und noch viel wichtiger, die Nachtigallenrüstung sieht verdammt gut aus. Weitere organisierte Verehrer von Nocturnal sind die Hexen des Zirkels der entwendeten Schatten. Ihre Anbetung scheint Nocturnal besonders zu genießen, aber dennoch zeigt sie sich in ihrer wahren Form ausschließlich den Nachtigallen. Wie fast alle Daedra hat natürlich auch Nocturnal ihre eigenen Artefakte, mit denen sie auf die sterbliche Welt Einfluss nehmen kann. Da auch diese Gegenstände die Sphären der Schatten und des Glücks widerspiegeln, kommen sie natürlich vor allem den Dieben von Tamriel zugute.
Zum einen ist da die graue Kappe von Nocturnal. Eine Kopfbedeckung, die nicht nur die Identität des Trägers verbirgt, sondern es völlig unmöglich macht, diese zu ergründen. Wer immer die Kappe trägt, kann nicht einmal mit magischen Mitteln erkannt werden. Die Macht dieses Artefakts ist dabei so umfassend und stark, dass der Träger vollständig aus dem Gedächtnis und der Geschichte der sterblichen Welt verschwindet und faktisch nicht mehr existiert, was auch oft als Fluch der Kappe angesehen wird. Somit kann sich niemand an den Träger erinnern, egal was dieser getan hat, was natürlich besonders für einen Dieb eine hervorragende Fähigkeit ist. Der Legende nach soll der Graue Fuchs, der Anführer der Diebesgilde in der dritten Ära, die Kappe gestohlen und benutzt haben, wodurch er zum gefährlichsten Dieb wurde und nie gefasst werden konnte. Später soll er die Kappe dann an einen Nachfolger zusammen mit dem Titel Grauer Fuchs weitergegeben haben. Aber da die Kappe ja jegliches Wissen über so eine Person und jegliche Erinnerung an sie auslöscht, kann niemand mit Sicherheit sagen, wer und wo der derzeitige Graue Fuchs ist. Das zweite Artefakt von Nocturnal ist der Skelettschlüssel. Ein Schlüssel, der jedes Schloss aufsperren kann und damit erneut ein perfektes Werkzeug für einen Dieb ist. Der Legende nach soll der Schlüssel allerdings auch sehr oft den Besitzer wechseln. Zu den Sterblichen, die den Schlüssel besessen haben, gehören unter anderem die Spieler von Elder Scrolls Arena, Elder Scrolls Travels Shadowkey sowie die Spieler von Elder Scrolls Daggerfall, Morrowind, Oblivion und Skyrim, wobei der Schlüssel in Skyrim weitere Fähigkeiten erhielt. Während er in den früheren Spielen meist entweder ein unzerstörbarer Dietrich war oder Schlösser einfach sofort öffnen konnte, ist der Schlüssel in Skyrim auch dazu in der Lage, das Potenzial eines Menschen zu erschließen und sozusagen metaphysische Türen zu öffnen. In Skyrim wurde der Schlüssel auch von Mercer Frey aus dem Dämmergrab gestohlen. Ein Vergehen, das dazu führte, dass die Diebesgilde ihr Glück verlor, da ohne den Schlüssel das Schattenmeer, also das Portal nach Evergloom, geschlossen wurde. Die Macht des Schlüssels sollte dabei übrigens nicht unterschätzt werden. Die Fähigkeit, nicht nur jede Art von physischen Schloss zu knacken, sondern auch Barrieren auf mentaler Ebene oder in Oblivion zu überkommen, könnte den Schlüssel zu einem der mächtigsten dädrischen Artefakte machen, auch wenn diese Macht eher unauffällig ist. Und damit endet auch schon wieder diese Folge von Skyrim Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Gedanken zu dieser Folge und Vorschläge für das Thema der nächsten in die Kommentare schreiben. Bevor ich mich aber ganz verabschiede, noch eine kleine Ansage in eigener Sache. Ich führe im Moment für meine Forschungsarbeit eine Umfrage durch und wollte diese Plattform hier nicht ungenutzt lassen, um euch zu bitten, an meiner Umfrage teilzunehmen. Der Link dazu findet sich in der Beschreibung ganz oben unter diesem Video. Die Umfrage ist selbstverständlich komplett anonym und die Daten werden nur für meine Forschungsarbeit verwendet. Ein vollständiges Ausfüllen würde mir auch sehr bei meinem Projekt weiterhelfen. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und Zuhören und verabschiede mich aus dieser Folge von Skyrim Lore und sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal.